Guten Tag. Es gab ja gestern nur einiges an, sag mal, Kritik auch in den Kanalkommentaren. Das war auch interessant, wirklich sehr interessant zu lesen. Vielen Dank dafür. Und es gab so viele Zweifler auch. Wie komme ich denn da drauf? Und ich soll auch nicht einfach diese gute Partei niedermachen. Nee, möchte ich auch gar nicht. Die hat sich selber niedergemacht, finde ich. Und das alles jetzt ausführlich jetzt hier auf YouTube zu behandeln, würde dann wahrscheinlich irgendwelche Zwistigkeiten zwischen YouTube und mir hervorrufen. Alice Adventures in Wonderland hat er zum Beispiel gesagt, ich finde, machen Sie es hier zu einfach, lieber Lehrer Marfi, die AfD ist nicht nur Höcke und Meuthen, natürlich nicht, überhaupt nicht. Ich werde also direkt mit einem Beitrag noch antworten und der läuft dann allerdings und dann bitte ich auf den auf die Videobeschreibung zu schauen, denn da habe ich zwei Links angebracht. Da bespreche ich das ausführlich. Also, ich habe praktisch aus dem Position, also aus der AfD-Seite mal sämtliche Dinge, die wichtig sind, herausgezogen und geht da einfach drauf. Das ist gar nicht so schwer, dieses auch am Handy zu finden. Und da ich das im Wesentlichen vorlese, braucht ihr es nicht alles zu lesen. Also, ich beziehe mich auf das gestrige Video einerseits, aber das dauert nicht allzu lange. Andererseits gehe ich dann hier auf dieser AfD-Seite auf die einzelnen Aussagen von Meuthen, Weidel und wie sie alle heißen ein und was alles gesagt wurde und was mir auch an der ganzen Sache nicht so recht gefällt und natürlich auch auf das Positionspapier und was mich da echt gestört hat. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht vorher sehen und hören und verbleibe mit allen guten Wünschen und Leute beim besten Willen, auch wenn es jetzt nicht hier steht, aber macht was. Also direkte Demokratie ist auch nichts Falsches. Wir müssen uns nicht mit dem immer wieder gleichen Ärger auseinandersetzen. Also, alle guten Wünsche. Tschüss.